So, dann wollen wir weiter. Und dann machen wir jetzt einen Abstecher im alten Lager oder wollen wir einfach so direkt zum Orkfriedhof? Wie sehen unsere Tränke aus? Wir haben... Boah, wir haben 33 Heiltränke. Das müsste eigentlich so auch reichen. Gucken wir auf die Karte, ob wir einen schnelleren Weg haben. Wir sind ganz im Westen und wir müssen fast ganz nach Osten. Ja, nee. Wir können aber südlich ums alte Lager rum und dann da direkt über dem Fluss, östlich vom alten Lager und dann so zum Orkfriedhof. Da müssen wir nicht dem Weg folgen oben. Es müsste ein bisschen schneller gehen. Aber wirklich viel sparen wir dadurch auch nicht. Oh, warte mal, wir konnten doch hier abkürzen irgendwo. Was sagt die Karte zu der Ecke? Ne, es war nicht wirklich eine Abkürzung. Wenn wir jetzt hier geradeaus über den Fluss rüberschwimmen würden, wäre es nur eine Abkürzung, wenn wir zur alten Mine wollen würden. Aber da haben wir eigentlich nichts mehr zu tun. Die Königin ist tot, die meisten Minecrawler auch. Okay, es gab ja noch die eine Vorratskammer, die wir nicht geplündert haben, aber ich wage mal zu behaupten, dass wir das nicht mehr so nötig haben momentan. Denn wir haben ja schon relativ gute Rüstung. Wir haben 8000 oder so Erzbrocken auf der hohen Kante. Das müsste für fast alles reichen, das wir kaufen können. Aber ja, Heiltränke sollten wir dennoch, sobald wir sie sehen, aufkaufen und ein bisschen was auf der hohen Kante behalten für die Rüstung und für eventuell noch eine bessere Waffe. So, hier rüber bei den Jägerlagern vorbei. Ja, so eine Zweihandwaffe wäre jetzt echt schick, zumal wir schon einen Punkt in zweihändigen Kampf investiert haben. Für den nächsten fehlt ja auch nicht mehr viel. Das können wir dann machen, wenn wir mit dem Orkfriedhof fertig sind. Also unsere Aufgabe da war ja nach dem Rechten zu sehen und dem einen Baal zu helfen. Wenn wir das erledigt haben, können wir zurück zum Sumpflager, da dann Bericht erstatten und dann haben wir hoffentlich endlich genug Informationen für Lee. Weil eigentlich war unsere Aufgabe nur ins Sumpflager zu gehen und zu gucken, was es da mit der Aufrufung auf sich hatte. Und das haben wir ja schon längst erledigt. Aber er will wohl mehr wissen. Aber na gut, Schaden tut's nicht. Es ist auf jeden Fall eine gute Herausforderung, der Orkfriedhof. Und vielleicht finden wir noch die eine oder andere praktische Sache da. Außerdem müssten wir darum. Außerdem stellen wir uns so mit dem Sumpflager wieder ein bisschen gut. Wir haben ja recht viel Chaos da verzapft. Da tut es auch gut, so einen riesen Stein im Brett zu haben, indem wir dem Baal geholfen haben und die restlichen Templer, die noch im Orkfriedhof waren. Ja, also es hat nur Vorteile für uns. So, jetzt sind wir schon beim alten Lager angekommen. Wir wollten südlich drumherum, das müsste hier sein. Weil wirklich rein, wir gehen da so oft rein auf dem Weg von dem einen Lager zum anderen Lager und zwischendurch auch, das müssen wir jetzt nicht nochmal machen. In ein paar Tagen können wir wieder vorbeischauen. Vielleicht haben sie da neue Lieferungen bekommen. Aber jetzt brauchen wir das nicht. Wirklich viel Fleisch zum Braten hätten wir auch nicht. Und selbst wenn so viel, bringt uns das Fleisch ja nicht mehr. Da können wir ruhig auf die Heiltränke vertrauen. Auch wenn die einen Ticken teurer sind. So, da ist gleich wieder die vergammelte Hütte. Das heißt, da müssen wir dann rechts rum. Da sind wir auch schon fast da. Schauen wir mal, ob der Eingang überhaupt noch frei ist. Vielleicht sind ja auch ein paar Orks wieder rausgeströmt und haben den Eingang gesichert. Müssen wir mal vorsichtig sein. Aber jetzt haben wir es ja auch Tag, die dürften wir schön schnell erkennen können. So, da geht's ins Orkgebiet, was ja irgendwie doch immer lockt. Denn da gibt es so viele interessante Sachen. Ich meine, bei unserem Jagdausflug, der jetzt mehrere Tage gedauert hat, haben wir so viel Kampferfahrung gewonnen und so viele Truhen gefunden und Fokussteine und ja, das hat richtig Spaß gemacht. Aber jetzt müssen wir uns den wichtigen Dingen widmen, nämlich unseren Aufgaben. Und da
Da kommt schon hier eine Patrouille. Ich wollte gerade sagen, wart ihr nicht mal drei Jungs? Das sind halt die, die immer vom Sumpflager in die alte Mine tingeln, um da die Crawlerzangen abzuholen und nach dem Rechten zu sehen. So, hier unten die Brücke führte zu den schwarzen Goblins. Da wollen wir nicht hin. Wir wollen da oben über die Brücke. War da gerade was? Ah, nur ein paar Scavenger. Die können wir ein andermal umhauen. Jetzt sollten wir uns wirklich auf die Aufgabe konzentrieren. Und eigentlich müsste in dem Wald auch noch ein Schattenläufer sein, oder? Also ein, zwei haben wir schon umgebracht, aber in einem Wald müsste noch einer sein. Die waren auch garstig. Also wenn man da nicht im richtigen Moment den richtigen Schlag reinbekommen hat, dann hat das ganz schön wehgetan. Obwohl jetzt mit unserem neuen Schwert und der Rüstung ist das noch kein Problem mehr. Aber trotzdem, sollte man nie unterschätzen sowas. Genauso wie den Orkhunden. Denkt man ja auch, ach, die können ja nichts. Und dann kommen mal drei, vier umkreisen ein und schon ist man mit dem Gesicht im Dreck. Was ist da oben eigentlich? Na gut, Orks scheinen keine rausgekommen zu sein. Umso besser. Dann gehen wir halt rein. Und zwar mit einer Fackel in Hand. Denn da drin ist es zappenduster. So. Einmal abspeichern, weil es so schön ominös hier aussieht. Und Rinder. Bei unserem ersten Besuch hier haben wir uns auch nicht wirklich umgesehen. Das sollten wir vielleicht auch noch nachholen. Da sind wir halt so schnell wie möglich reingestürmt, haben Orks rechts und links umgebracht. Aber nach Beute haben wir uns fast gar nicht umgesehen. Das können wir jetzt auch mal nachholen. Denn es ist ja schließlich ein Friedhof der Orks. Die werden bestimmt gute Grabbeigaben haben. Und hier waren überall solche Nischen. Gucken wir da mal rein. Genau. Hier zum Beispiel. Aber die haben nichts dabei. Das waren wohl arme Orks. Vielleicht hier? Hops. Pilze, Pilze. Und die begraben ihre Toten. Oh, da ist ein Schalter. Irgendwo hat da gerade was gerasselt. Und rasselt immer noch. Das muss ein großes Tor gewesen sein. Oh, ein Heilzauber hatte er dabei. Aber ja, komisch, dass die Orks hier so sitzen. Und so ihr Leben nach dem Tod verbringen. Ja, ja, die haben schon komische Sitten, diese Orks. Und ein Mana-Trank. Na gut. Kann alles verkauft werden. So, ist da noch irgendwo was? Ups, da geht's ganz schön steil runter. Da ist noch so eine kleine Höhle. Oder Nische. Aber da kommen wir nicht so richtig ran. Ah, doch. Und dann sollten wir uns gleich mal umgucken, wo denn dieses Tor aufgegangen ist. Denn eigentlich hatten wir bis zu diesem großen Raum, wo die fünf Orks drin waren, alles hier soweit erkundet. Alles arme Orks. Oh, Heiltrank, Feuerpfeil. Schön, schön. Und ja, wirkliche Skrupel, die hier auszuplündern, haben wir nicht. Das sind schließlich Orks. Die wollen immer noch Menschen umbringen. Oh. War hier vielleicht irgendwo was zu? Oder kamen wir hierher? Nee, hier kamen wir her. Weil hier rechts so Gitter sind. Also in diesen Nischen sind überall auch Orks, aber die sind eingesperrt quasi. Kommen wir da vielleicht trotzdem ran? Ah, das ist ganz schön eine Friemelarbeit hier. Da den Arm durchzuzwängen. Nö. Da klappt's schon mal nicht. Wie schaut's hier aus?
kommen wir auch nicht ran. Aber wenn hier Gitter vor sind, war vielleicht irgendwo anders auch mal ein Gitter vor und das haben wir gerade hochgezogen. Hier vielleicht. Ja, der hat einen Heiltrank, einen Mana-Trank. Du vielleicht? Nö. Aber wenn der Knopf so versteckt ist, dann muss das schon... Oh, zwei Heiltränke. Dann muss das schon irgendwas Wichtiges gewesen sein. Aber gut, so, wir waren jetzt in den ganzen Nischen und in den da hinten. Das heißt, nur noch die beiden Nischen... Den nehmen wir mit. Die beiden Nischen hier fehlen noch. Oh, ein großer Heiltrank. Schön, schön. Ja, wir hätten auf keinen Fall ins alte Lager gehen müssen wegen Heiltränken. Wir hatten ja, als wir losgegangen sind, schon 33. Jetzt sind das schon 40 oder so. So, noch drei Mumien. Ist aber irgendwie ganz schön eklig. Nach und nach die ganzen Mumien zu durchwühlen. Aber es lohnt sich ja. Und Diebe sollen nicht wählerisch sein. So. Das war es jetzt. Also auf der einen Seite auf jeden Fall. Nee, die hier fehlen noch. Also die beiden. Oh, drei Heiltränke. Schon komisch, dass die Orks ihren Toten so viele Heil- und Mana-Tränke mitgeben. Die glauben wohl, dass sie nach dem Tod die irgendwie gebrauchen können. Vielleicht für einen Kampf? Kann man nur spekulieren. Dann sollten sie ihnen aber eher Waffen mitgeben, oder? So, kommen wir da hoch? Oh, das war knapp. Nix. Noch ein Heilzauber. Die müssen wir bei Zeiten auch mal ausprobieren. Mal schauen, ob die mehr bringen als ein Heiltrank oder nicht. Weil dann würden auch die ganzen Mana-Tränke, die wir inzwischen gesammelt haben, einigermaßen Sinn machen. Wenn wir zwischendurch ein paar mehr Schriftrollen benutzen. So, da oben ist noch eins. Aber da kommen wir nicht ran. Ups. Ne, ist auch zugemauert. So, also, wir müssten jetzt eigentlich alle Höhleneingänge da erforscht haben. Also muss irgendwo hier hinten was aufgegangen sein. Aber hier hinten waren doch eigentlich nur die drei Korridore. Wo in zwei Korridoren diese Papierschnipsel waren, die sich als Teleportationsschriftrolle rausgestellt haben. Und in dem anderen war einfach nur ein Loch nach unten. Und da wollten wir ja nicht unbedingt runterspringen. So, hier sind die toten Templer. Genau, da war ein Gang, da ist ein Gang. Da ist ein Gang. Da ist auch der Baal. Na gut, schauen wir einfach weiter, wo die Orks waren. Vielleicht ist das da hinten hier aufgegangen. Obwohl das so weit weg ist, das macht irgendwie nicht wirklich viel Sinn. Oh, genau, hier war es schon. Schönen Schritt nach hinten. Schwert raus und abspeichern. 48.